Liebe Freunde, liebe Bürger, die Weihnachtszeit hat bei uns in Sachsen eine große Bedeutung. Sachsen ist Weihnachtsland. Sie sehen das, wenn Sie durch unsere Städte laufen und sich an den vielen geschmückten Fenstern erfreuen können. Weihnachten bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. Das erwärmt nicht nur unsere Gemüter. Ich finde, das lässt sich auch ein Stück weit auf unsere aktuelle politische Situation übertragen. Wir erleben derzeit eine tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite steht die allgegenwärtige Regierung, die über die Medien von oben herab ständig neue Verbote diktieren kann. Und auf der anderen Seite hingegen stehen die Unsichtbaren, unsere Bürger, die einfachen Leute, das Volk. Sie leiden unter den Verboten und Schikanen der Regierung. Wir machen es uns zur Aufgabe, die Unsichtbaren aus der Dunkelheit zu holen und Licht in ihr Leben zu bringen. Wir kämpfen für diejenigen in Sachsen, die in die Unsichtbarkeit gedrängt wurden und deren Sorgen in den Medien keine Rolle spielen. Das Weihnachtsfest soll Hoffnung spenden. Doch Hoffnung allein reicht natürlich nicht. Erst wenn wir unsere Wünsche offen, laut und deutlich aussprechen, besteht auch die Hoffnung, dass sie sich erfüllen. Wir in Sachsen haben in unserer Geschichte schon öfter bewiesen, dass Not erfinderisch macht. Unsere weltberühmte erzgebirgische Volkskunst entstand in einer existenzbedrohenden Krise. Als vor über 300 Jahren die Erzvorkommen im Erzgebirge zu Ende gingen, fingen die Familien der Bergleute an, aus Holz Spielfiguren und Weihnachtsschmuck zu schnitzen. Sie haben damit eine Tradition begründet, die zu einem Wahrzeichen von Sachsen geworden ist. Sicherlich kennen Sie den berühmten Ausspruch: Wir Sachsen, wir sind helle. Das weiß die ganze Welt. Für uns heißt das konkret: Wir wissen, wie man sich in einer schwierigen Lage verhalten muss. Wir wissen, wie man Widerstände überwinden kann. Und wir wissen, wann man Widerstand gegen Ungerechtigkeiten leisten muss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Freunden eine frohe, lichterfüllte Weihnachtszeit. Lassen Sie uns gemeinsam die dunkle Zeit vertreiben. Denken Sie dabei immer daran: Dunkelheit kann Dunkelheit nicht besiegen. Das kann nur das Licht. Und das Licht müssen wir immer wieder aufs Neue in uns selbst entzünden.